Politik im Fokus. Heute mit dem St. Galler Baudirektor Marc Mechle und dem Regierungsratskandidat Beat Tinne. Für einmal reden wir nicht über das Coronavirus, sondern über Natur, Umwelt. Darum sind wir auch hier am Werdenberger Binnenkanal. Beat Tinne, Sie sind Präsident des Werdenberger Binnenkanal-Unternehmens. Wie fühlen Sie sich hier in dieser Umgebung? Sie sind ja maßgeblich beteiligt, damit hier so ein naturnaher Kanal gestaltet wird. Ja, natürlich sehr wohl. Und zwar freut es mich, dass das wunderbare Gewässer, aber auch die Natur rundherum gedeiht, sich weiterentwickelt und es wird immer grüner. Es gibt auch mehr Büsche, es gibt mehr Bäume, die wachsen und da wird in 2-3 Jahren noch ganz anders aussehen. Es ist eine wunderbare Gegend, wo man sich auch gut erholen kann. Marc Mechle, der Beat Tinne ist ja bekannt, dass er sich für Revitalisierung für die Natur einsetzt. Ist er da eine grosse Ausnahmeerscheinung unter den St. Galler Gemeindepräsidenten oder einfach ein Vorreiter? Ich würde sagen, er ist sicher ein Vorreiter und wir sind ihm sehr dankbar, dass wir miteinander haben dürfen, das Werk, das wir jetzt hier stehen, haben können realisieren können. Weil solche Vorzeigprojekte braucht es, dass eben auch andere kommen schauen können, die gewisse Zweifel haben, ob so eine Renaturierung sinnvoll ist. Und da kann man es eins zu eins anschauen. Und wenn man vorhin gesehen hat, den Kanal, mit dem, was wir jetzt hier haben, dann ist, glaube ich, die Antwort beantwortet. Das macht Sinn und wir sind sehr dankbar, dass der Beat Tinne das Projekt vorantrieben hat. Der Kanton St. Gallen unterstützt so ein Projekt auch finanziell. Wieso das? Ja, der Kanton, wie aber auch der Bund, unterstützt das mit Beiträgen, mit namhaften Beiträgen, weil wir überzeugt sind, dass solche Projekte eben notwendig sind. Einerseits die Biodiversität, die leidet in der ganzen Schweiz. Da können wir mit solchen Projekten eben sicherstellen. Dann aber auch ist es für den Fluss an vielen Orten sinnvoll, wenn wir eine Revitalisierung machen und eine Ökologisierung. Weil wir haben schon ein bisschen in der Vergangenheit zu fest unsere Kanäle nur noch gerade ausgebaut und haben der Natur viel weggenommen. Beat Tinne, nebst dem Werdenberger Binnenkanal haben Sie in jüngster Zeit beispielsweise die Höhewiese revitalisiert, die Natur noch gestaltet. Aktuell ist man dran, Amphibienleichgebiet umsiedeln. Stellt da der Kanton genug finanzielle Mittel zur Verfügung oder wo sind die grossen Herausforderungen? Also die grosse Herausforderung ist eher Planungsvorbereitung. Die Finanzierung ist das kleine Problem. Der Marc Mechler hat es gesagt, es gibt grosszügige Beiträge für Bund und Kanton. Und wir versuchen natürlich dann immer wieder einen gemeinsamen Teil noch massgebend oben abzuholen, indem wir auch Beiträge von Dritten, von Stiftungen, zum Beispiel vom Naturemade-Fonds EWZ Zürich, Elektrizitätswerk Zürich, also wirklich namhafte Beiträge überkommen oder vom Fonds Landschaft Schweiz. Da haben wir eine sehr spielt Fundraising-Modell, das wir jeweils anwenden. Und deshalb ist eigentlich eher die Herausforderung die Vorbereitungszeit. Aber auch da gilt es, je seriöser, je fundierter, dass man die Analyse macht, arbeitet, umso schneller geht es dann nachher auch im Bewilligungsverfahren. Und wir sind jetzt so konkret dran, im Werdenberger Binnenkanal weitere Teilabschnitte zu realisieren, zu planen, vorzubereiten. Im Übrigen haben wir jetzt gerade ein Vorprüfverfahren beim Kanton eingeleitet für Teilabschnitte in Sevelen, aber dann auch in Sennwald. Und da werden wir dann, sobald wir wieder erste Ergebnisse haben, auf die betroffenen Grundeigentümer und Akteure zugehen. Revitalisieren, naturnah euch etwas gestalten, ist das eine. Momentan scheint die Sonne enorm. Sonnenenergie ist andere Photovoltaikanlagen, wie die Taggemeinde Wartau fördern. Wir haben selber kein direktes Fördermodell, wir haben aber eins über unsere Elektrizitätsversorgungsunternehmen über den Zweckverband EV Wartau, die interessiert, die können ein Gesuch stellen und dann direkt Kilowattstunde, die produziert wird, sozusagen einen Beitrag überkommen. Wie sieht das beim Kanton aus? Ja, der Kanton hat für den Gebäudebereich ein Förderprogramm, dass wir effizienter mit der Energie umgehen. Aber auch alternative Energien unterstützen wir. Und wir haben jetzt gerade dürfen, dank dem Kantonsrat einen neuen Sonderkredit von mit Bundesmitteln insgesamt 30 Millionen für 4 Jahre befristet, wo wir können fossile Heizungen ersetzen mit Alternativen, zum Beispiel durch eine Wärmepumpe. Und ich glaube, da ist gerade auch im Zeitalter, wo wir die Reduktion des CO2-Ausstoßes machen wollen, eine ganz wichtige Massnahme. Photovoltaikanlage ist das eine. Noch, gerade in den Kernzonen, in historischen geschützten Zonen, etwa einmal eine Herausforderung. Wo ist man dort dran, damit solche Sachen dort auch realisiert werden können?
Ja, es ist natürlich so, dass man teilweise zwischen Denkmalschutz und vielleicht energetische Forderung, wenn zum Beispiel eine Photovoltaik auf ein denkmalgeschütztes Haus, da haben wir Interessenkonflikte. Die kann man ab und zu lösen, ab und zu müssen wir wahrscheinlich auch die Interessenabwägung noch mehr Richtung alternative Energieformen machen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Wir müssen aber auch festhalten, dass wir sehr viele Industrieflächen haben mit Flachdach, die hervorragend geeignet werden für Photovoltaik. Und ich sage manchmal, konzentrieren wir uns doch auf die grossen Lagerhallen, als vielleicht wirklich in einem sehr denkmalgeschützten Haus da irgendwo versuchen wollen, noch etwas zu machen. Wir haben an anderen Orten noch sehr grosse Potenziale. Beat Hinner, wie ist da Ihre Haltung? Müssen wir da politisch etwas machen, damit wir eben auch in so Gebiet wartet? Auch hat ein paar DRG etwas Solaranlagen, Photovoltaikanlagen installieren können? Oder sehen Sie da, wie der Marktgemächler die grossen Flächen noch? Also die grossen Flächen bringen sicher am meisten. Da haben wir auch versucht, in unseren Förderprogrammen so umzusetzen, eben wie ich das erwähnt habe, über die TV Wartau. Wo wir aber natürlich eine Herausforderung haben, wir haben vier Dorfbilder von nationaler Bedeutung und da stoßen wir zum Teil in Einzelschutzobjekten, aber vor allem dann natürlich im erweiterten Umgebungsbereich von ISOS, also von diesen schützenswerten Dorfbildern, da stoßen wir etwa mit der Denkmalpflege an Grenzen. Und da habe ich klar die Forderung und auch die Erwartung, dass bei der nächsten Revision des Planungs- und Baugesetzes, dass man diesem Aspekt zumindest bewilligungsmässig wieder eine Lockerung herbeiführen kann. Weil es gibt doch einen Haufen Leute, und es zeigen noch andere Beispiele in der Schweiz, dass man auf denkmalgeschützten Bauernhäusern in Bernbiet sogar ganzflächig dachintegrierte Lösungen machen kann. Und ich glaube, das ist die Zielsetzung. Also wenn man in den schützenswerten Ortsbildern oder bei Einzelschutzobjekten mit der Photovoltaikanlage aufs Dach tun, dann sollte sie dachintegriert sein. Investitionen in erneuerbare Energie oder eben Biodiversität, wie wir hier sehen, sind mit Kosten verbunden. Jetzt eben im Zeitalter sozusagen von dem Coronavirus. Stehen in Zukunft noch genug finanzielle Mittel zur Verfügung oder müssen die jetzt anders eingesetzt werden? Nein, ich glaube, wenn ich gerade hier weiter südwärts schaue, die Kirchverbrennungsanlage Buchs, die eigentlich eine Heizzentrale ist, also ein Energiewerk, wo einerseits Dampf ins Liechtenstein, in Industriebetrieb liefert, aber natürlich auch in Buchs und in Grabs Liegenschaften, Einfamilienhäuser, Gewerbeliegenschaften mit Energiefernwärme versorgen tut und da immer wieder jährlich erhebliche Mittel investiert, um das Netz auszubauen oder unterhalten, dann ist da nach wie vor auch in Zukunft sind da Mittel rum. Ich bin auch persönlich auch überzeugt, dass da die Wirtschaft oder die privaten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer selber auch in der Pflicht sind, um eben in alternative erneuerbare Energien zu investieren. Also primär sind Südentreiber. Wir können vom Staat, und da bin ich der Meinung, sollte sich auf gewisse Anschubfinanzierungen beschränken, aber nicht permanent meinen, da müssen wir in den grossen Geldtöpfen anrichten. Marc Mechler, wie sehen Sie da den Hauseigentümern vorschreiben, was sie machen und in einer jetzt doch vielleicht wirtschaftlich schwierigen Zeit? Oder wir sind ja aktuell dran mit dem Parlament das Energiegesetz am Stand der Technik anpassen und aber auch insbesondere mit den fossilen Heizungen eigentlich da können einen Trendumbruch machen. Und ich glaube auch, der Beatina hat es richtig gesagt, in der Eigenverantwortung liegt sehr viel. Aber ich glaube, es ist auch richtig, dass wir den Stand der Technik auch in unseren Verordnungen, in unseren Gesetzen abbilden können. Es macht ja keinen Sinn, dass man mit alten Techniken bei einer Sanierung weiterfährt, sondern da sollen wir auf die neue Techniken setzen. Und die haben in der letzten Zeit auch enorme Fortschritte gemacht. Effizienz sind erhöht worden. Und dann kommt dazu, dass auch die Preise, insbesondere von der Photovoltaik, in den letzten 10 Jahren sehr drastisch oben runtergekommen sind, sodass eigentlich heute durchaus tragfähige Preise können erwirtschaftet werden mit diesen Energieformen. Die Bevölkerung ist sensibilisiert, der ganze Umweltschutzbereich. Dass wir die klimapolitischen Ziele erreichen, lange das sensibilisiert sie oder müssen wir da gesetzlich etwas machen? Wir müssen auf Sensibilisierung setzen, das heisst Information. Wir müssen auf die Eigenverantwortung setzen, aber es wird am einen oder anderen Ort durchaus noch notwendig sein, dass man einmal sagt, da geht jetzt nicht mehr. Oder ist insbesondere beim Ersatz, wenn es kaputt ist, nicht mehr in dieser Form zu ersetzen. Dort müssen wir wirklich noch einen Schritt machen. Wir haben zum Beispiel zentrale Elektroheizungen. Da weiss man, die sind heute in einer Wärmepumpe verglichen viel, viel weniger effizient. Und wenn die ausfallen, dann dürfen wir nicht die 1:1 wieder ersetzen, sondern muss auf eine andere Form setzen, zum Beispiel eine Wärmepumpe.
Was für einen Beitrag leisteten Sie persönlich als Marc Mechle, um Ihr Klimaziel zu erreichen? Ja, persönlich habe ich schon seit Längerem für meine Warmwasseraufbearbeitung im Haus Sonnenkollektoren. Und ich wollte eigentlich das Jahr, weil ich das Dach sanieren muss, auch auf eine Sonnenphotovoltaik setzen, weil ich glaube, das wäre jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt. Und mein Plan ist, dass ich auch dann in einem Jahr könnte ein E-Mobil kaufen könnte, wo ich nachher eigentlich den Treibstoff quasi vom Dach ins Auto führen kann. Das wäre so ein bisschen meine Vision für die nächsten zwei Jahre. Bertina, wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie? Ja, ich mache mal sehr viele Reisen, die ich bewältigen kann. Jetzt natürlich zwangsläufig ein bisschen weniger mit dem öffentlichen Verkehr. Dann haben wir in Tunesien haben wir ebenfalls für den Bezug oder für die Produktion von Strom Photovoltaikanlagen aufs Dach aufgetan. Und somit leistet sich auch hier ein Beitrag natürlich zur CO2-Reduktion. Sie sind ja aktuell noch im Regierungsratswahlkampf. Wenn Sie am 19. April in die Regierung gewählt werden, wo würden Sie da die Schwerpunkte setzen? Also ich glaube, ein Schwerpunkt in der Revision des Energiegesetzes bin ich auch überzeugt, wir müssen den Artikel 12e, der zum Teil jetzt auch in den Medien doch die ein oder andere Diskussion ausgelöst hat, wir werden müssen den Umbau weg von den fossilen Energieträgern zu alternativen Energien müssen fördern. Das sage ich auch als Verwaltungsrat von einem Gasversorgungsunternehmen. Wir haben das auch schon zum Teil in unseren Businessplänen und Strategien berücksichtigt, dass es da Veränderungen wird geben. Ich bin aber auch der Meinung, dass gerade in Prozessenergie kann zum Beispiel eine Gaslösung nach wie vor in Zukunft eine sehr wesentliche Rolle spielen. Und darum gilt auch hier am richtigen Ort der richtige Energieträger eingesetzt und dort im Eigenheimbereich, da wird es richtig alternative Energien gehen. Und dort, wenn es wirklich finanziell nicht leisten kann, da sind wir jetzt noch dran, eine Ausnahmebestimmung zu erarbeiten, aber wirklich für Härtefälle und nicht dann irgendwie im grösseren Stil, dass dann auf einmal die Hälfte der Hauseigentümer ein Härtefall ist. Ich glaube, das kann es nicht sein, sondern wenn man so Lösungen erarbeitet, dann muss es immer sehr einen kleinen Kreis betreffen. Muss man oder darf man in der jetzigen Zeit eben von der ganzen Coronavirus-Geschichte überhaupt über solche Themen noch Gedanken machen als Politiker? Oder muss man da die ganze Energie und Kraft in die Bekämpfung von dem Virus investieren? Also ich glaube, wir müssen noch dafür sorgen, dass die Wirtschaft nach Abflauen vom Coronavirus wieder läuft. Wir werden in eine wirtschaftliche Delle geraten, und zwar in eine, die recht massiv wird sein. Und da bin ich überzeugt, da werden wir froh sein, ab allen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern, ab der Wirtschaft, die dann nachher auch wieder in so alternative Energien investieren. Nicht nur in die, sondern auch vermutlich auch in den Konsum selber. Und darum glaube ich, das eine ist jetzt, da sind wir gefordert, vielleicht ein bisschen stärker in unseren Krisenstab, aber wir müssen auch an die Zeit denken danach. Und da bin ich also persönlich überzeugt, gilt so jetzt in dieser schwierigen Zeitphase dafür zu sorgen, dass auch die Baustellen, dass auch die Betriebe, sei das irgendwo auf der Straße, also Baustellen, Tiefbau oder Hochbauten, aber auch andere Dienstleistungen nach wie vor funktionsfähig bleiben und nicht, dass man gerade alles zutönt. Marc Mechle, wie gesagt, da kann man sich noch auf andere Themen konzentrieren. Es ist klar, die Krise muss jetzt mit vielen Kräften muss die bewältigt werden. Aber ich teile vollumfänglich die Ansicht von Herrn Tinner, dass wir jetzt auch bereits denken müssen, was nach der Krise kommt. Und wir werden wirtschaftlich ganz schwierige Zeiten hineinkommen. Und dann ist es wichtig, dass man dann auch wieder Investitionen tätigen kann, die für die Zukunft gerichtet sind. Und das wird immer notwendig. Aber mir ist klar, dass momentan die Bevölkerung andere Sorgen hat. Aber es liegt an uns, auch an den Behörden, auch die Weichen für die Zukunft stellen. Und dort sind wir richtig beraten, wenn wir auch dort weiterhin noch Investitionen können zulassen können. Die Weichen für die Zukunft stellen, jetzt die Krise bewältigen. Marc Mechle, Beatine, herzlichen Dank für das Gespräch. Hoffen wir, geht die ganze Coronavirus-Geschichte möglichst rasch vorbei, damit wir wieder gut die Natur hier, die auch erschaffen worden ist im Werdenberger Binnenkanal, geniessen könnt. Bleiben Sie politisch interessiert, vor allem gesund, und geniessen Sie ein paar Sonnenstrahlen.